Hallo meine Lieben, unsere lieben Abonnenten. Ja, wir haben euch ein schönes Video, glaube ich, gezeigt. Der Inhalt ist, glaube ich, sehr interessant, sehr bewegend, sehr beruhigend, entspannend. Und nichtsdestotrotz wollen die meisten wissen, wie, wo, was. Und das ist auch eine berechtigte Frage. Meinerseits möchte ich mich entschuldigen, ich habe das ja angekündigt. Habe das aber nicht zur Sprache gebracht. Ja, wie sieht es aktuell bei uns aus? Das möchte ich euch schildern. Nicht, weil ich mich rechtfertigen möchte oder sonst was. Ich möchte es einfach euch sagen, wie es ist. Ja, auch wir sitzen aktuell auf den Kohlen. Mit welchem Hintergrund? Bei uns ist die Situation so, dass wir ein Haus in Sibirien haben. Ihr wisst, dass wir eine unangenehme oder mehrere unangenehme Situationen in Sibirien gehabt haben, wo wir uns entschlossen haben, wegzugehen. Ja, wegzugehen, was anderes zu suchen. Wir wussten nicht wohin, wir wussten nicht genau, was wir machen. Wir waren hin und weg. Ja? Also, wir wollten das dann euch sagen, mit dem Hintergrund, so wie auch gesagt, wenn wir das Haus verkaufen. Leider ist es wieder zu Schwierigkeiten mit den Unterlagen gekommen und das werde ich euch auch erklären. Es ist so, dass ich meinem Freund Sergei Krachmalow, den kennt ihr auch, den habt ihr gesehen in Videos, der Imker, wo ein super Mensch ist, den ich sehr schätze, den ich sehr liebe, der hat die Vollmacht für mein Haus. So, wir haben auch einen Käufer gefunden. Die sind zum MVZ, das ist so ähnlich wie ein Rathaus, wo diese Kaufverträge abwickelt für Immobilien. So, wir sind dort hingegangen, beziehungsweise Serge und der Käufer sind hingegangen, haben das unterschrieben und wir haben gedacht, okay, innerhalb von 10 Tagen wird die Summe ausbezahlt. Dieses Haus hat eine Familie gekauft mit dem Hintergrund Materinski Kapital. Das heißt mütterliches Kapital. Das heißt, der russische Staat zahlt an Familien, die ein Kind oder mehrere Kinder haben, die Summe von 6.000 Euro. Diese wird nicht direkt von ihm auf mein Konto überwiesen, sondern vom Amt direkt zu mir. So, da wir die Situation haben, dass wir nicht russische Staatsbürger sind, kam es zu Komplikationen. Die wurden geklärt. Ja, wir haben eine Aufenthaltsgenehmigung. Ja, wir dürfen Immobilien kaufen und verkaufen. Ja, wenn ihr nicht diese dobrovolne Peresilenz, also diese Aufenthaltsgenehmigung habt, Green Card, sage ich auch dazu, dann ist es gar nicht mal so einfach. Weil Russland viele europäische Länder so eingestuft hat, dass sie nicht freundschaftlich heißen, also die Definition nicht freundschaftliche Länder. So, das Problem haben wir gelöst, endlich. Dann kam das nächste Problem. Also ich habe gedacht, 10 Tage sind verlaufen, die wollten das Geld überweisen, konnten nicht, weil das Geld zurückgebucht wurde. Jetzt haben die Leute im MVZ, die das bearbeiten, nicht meine Bankverbindung richtig aufgeschrieben. Ja, es gab einen Zahlendreher. So, dann habe ich gesagt, okay, habe den Fehler gefunden, habe gesagt, hey, schaut mal, 8, 11, 11, nicht 4, 7, 7, 9. Ja, so, was ist passiert? Die mussten wieder hin. Der Käufer ist wieder 260 Kilometer sibirische Schotterpiste gefahren, hat sich wieder hingesetzt, hat wieder unterschrieben. Dann haben gedacht, okay, jetzt wird das Geld überwiesen. Wir können euch sagen, was da vorgefallen ist. Mit dem Hintergrund, warum wir das nicht jetzt sagen möchten, damit, wenn der Verkäufer abspringen sollte, wenn das Geld nicht überwiesen wird und so weiter, wir dann über Leute reden, die dort wohnen und die viel unter anderem alles momentan dieser Welt zuzumuten, auch in irgendeiner Form uns Schaden zuführen. Diesen Schaden möchte ich von mir abwenden und von meiner Familie. Und deswegen habe ich es noch nicht sagen können. So,
Jetzt haben wir gedacht, okay, jetzt klappt es. Und jetzt ruft MVZ an. Die haben die Papiere eingereicht und siehe da, die Beamten haben wieder irgendeinen Fehler gemacht. Und es muss komplett neu eingereicht werden. Das heißt, jetzt diese kommende Woche am Freitag um 13.30 Uhr, genau, fahren die wieder hin und werden die Papiere komplett neu einreichen und werden das dann unterschreiben. Und dann muss ich wieder 10 Tage warten und dann hoffe ich von ganzem Herzen, dass dieser Kladderadatsch endlich abgeschlossen ist und wir dann sagen können, was der Grund war. Ja, so, ja, ich kann verstehen, ich bin auch ein sehr ungeduldiger Mensch. Ich möchte niemanden verurteilen, weil ich genau dasselbe empfinde, wo ich das dann wieder gelesen habe und gehört habe. Herr Diemer sagt, wir müssen schon wieder im MVZ, die Papiere sind falsch, müssen eingereicht werden. Ich will niemanden ärgern, ich will niemanden irgendwie, was ich da in Kommentaren gelesen, oder Jeanette, die war ja dann schon ziemlich mitgenommen, wenn man dann so in Schmarrn liegt, wegen Abozahlen. Nein, das ist das Leben, ja. Ich meine, da ist ein Fehler in den Unterlagen, da haben sie die falsche Bankverbindung und jetzt haben sie noch irgendeinen Fehler gefunden, jetzt müssen die Leute wieder hin, nochmal unterschreiben und dann ist das Haus verkauft und dann möchte ich hier euch begründen, was der Grund war, dass wir ja fast schon, also es war für uns sehr unangenehm dort zu sein, das werden wir euch mitteilen, wenn das Haus verkauft ist, wenn das Geld da ist und dann hoffentlich können wir das dann abschließen, weil wir möchten das abschließen von ganzem Herzen. Es liegt nicht in unserem Interesse, irgendwelche bessere Statistiken in YouTube darzulegen. Definitiv nicht. Ja, definitiv nicht. Wir sitzen genauso wie ihr in der Situation, die das so schreiben, auf den Kohlen. Weil wir eigentlich gehofft haben, weil momentan ja ihr auch die Inflation seht, ja, die ist genauso, würden wir gerne das Geld einfach investieren in eine Ferienwohnung oder so, weil das Zurücküberweisen in Euro macht überhaupt gar keinen Sinn. Deswegen würden wir gerne das Geld einfach wieder benutzen und irgendwas Sinnvolles machen. Und momentan sitzen wir jetzt schon fast einen Monat und schauen zu, wie unqualifizierte Leute Papiere machen. Und ein Fehler nach dem anderen uns immer wieder zurückwirft. Ja, das ist die aktuelle Situation, die wir haben. Es ist nicht in unserem Bestreben, jemanden zu kränken, zu verletzen. Ja? Deswegen aus meiner Sicht möchte ich mich entschuldigen, dass die Leute, die jetzt so drauf gehofft haben, und dass ich diese Neugier befriedige, dass die nicht erfolgt ist. Warum? Weil wir das Haus immer noch zwar verkauft haben, aber das Geld noch nicht haben, weil es dort Schwierigkeiten gibt, weil dort zum Beispiel die Bankverbindung nicht gestimmt hat, weil die jetzt überhaupt ein falsches Formular genommen haben und das komplett nochmal neu erstellen müssen, weil ich ein ausländischer Staatsbürger bin, eine Immobilie verkaufe mit einer Sondergenehmigung über eine Vollmacht. Ja, und das muss juristisch alles auf dem Blatt Papier stehen. Und da entstehen Fehler. Ja, ich möchte auch niemandem sagen, dass die blöd oder gut oder was auch immer. Ich habe eins gelernt, auch weil ich ein sehr ungeduldiger Mensch bin. Ja, bei mir muss alles sofort gleich sein und ich muss mich selber immer an meine Nase nehmen. Deswegen, ich verurteile niemanden, der Kommentare schreibt, wo teilweise auch vielleicht versucht wird, uns dadurch zu verletzen. Ja, möchte ich niemanden verurteilen, weil ich genauso bin. Ja, vielleicht, gut, ich stecke jetzt nicht meinen Finger in die fremde Nase, um Pogen rauszuholen, aber ja, vielleicht aus meiner Sicht denke ich auch, dass Gott möchte, dass ich einfach geduldig werde, dass ich ihm das überlassen kann, dass ich mich nicht verrückt mache und ich mache mich verrückt, ja. Und doch zeigt momentan, dass weil es immer wieder was kommt, sage ich, okay, was ist der Sinn? Ja, was ist der Sinn? Warum passiert es gerade? Diese Wie-Frage, die wir im Leben haben, warum gerade ich? Warum gerade jetzt? Warum lässt das Gott zu? Ja? Dann sage ich euch einfach, warum nicht?
Warum akzeptieren wir das nicht? Warum sind wir so kleingläubig? Warum schauen wir nicht in die Zukunft? Warum lassen wir es nicht zu und warten es ab? Genauso wie ich jetzt warte, wartet ihr mit mir. Vielen Dank, dass ihr mit mir wartet. Und wenn es einen Sinn ergibt, diese Geschichte, werde ich sehr glücklich sein, euch darüber zu berichten, dass wir vielleicht einen Fehler machen und dass wir lieber jetzt warten und dann das abschließen. Und dann werden wir euch sagen, warum, wieso, weshalb. Ja, darüber werdet ihr mehr erfahren. Und wir müssen uns alle gedulden. Wir schätzen euch. Wir haben nicht diese kaufmännische Hintergrund vielleicht. Viele denken, ja, die sind jetzt abhängig von YouTube, die machen das extra und so weiter. Wir zeigen euch unser Leben 10, 15 Minuten in der Woche. Was wir alles machen und wie wir uns finanzieren, wir sind sehr kreativ, ja, das muss man sagen. Ich habe nebenbei, im Endeffekt habe ich zwei Jobs, ja. Ich bin in der technischen Beratung zuständig für komplexe technische Probleme, die überall sind, ja, auch in Deutschland tätig, auch in Russland. Und deswegen, wir haben nicht jetzt, sage ich mal, eine Situation, wo wir nichts zu essen haben. Das haben wir nicht, Gott sei Dank. Gott beschützt uns, Gott segnet uns und alles soll zu seiner Ehre passieren. Ja, und ja, wir sind froh, diese verrückte Erfahrung zu machen. Wir sind nicht so festgefahren. Ja. Man interpretiert viel, wenn man das sieht. Ja. Zu meiner Person, ich habe 2 Jahre mehr oder weniger in Ungarn gelebt. Ich habe fast ein Jahr in Tschechien gelebt. Ich habe ein Jahr in Berlin gelebt. Ich war oft in Moskau, jede Metallmesse besucht. Ich habe viele Kunden besucht. Ich war in China. Wir sind nicht solche Leute, wo, sag ich mal, hier geboren sind und hier auch dann sterben. Ja? Jeder kann das machen, wie er möchte. Ich verurteile niemanden. Aber wir haben diese schnelllebige Welt, wir haben diese, wie soll ich euch das erklären, also interessante Angebote, wir lernen viele Menschen kennen, wir haben viele Kontakte zu verschiedenen Menschen, wir unterhalten uns mit China, ich habe Freunde in den USA und wir haben ein schnelllebiges Leben. Ja, das ist bei uns so. Wir nehmen euch gerne mit, wir zeigen euch, welche Möglichkeiten man hat. Ja, wir sind aktuell wieder in Russland. Ja, wir möchten auch nicht genau sagen, wo wir sind. Das hat auch einen Hintergrund und den werde ich euch auch jetzt vielleicht noch schildern. Der Hintergrund ist einfach, hier wird was aufgebaut, was ganz Großes. Ja, das kann ich euch sagen, da wird eine Sporthalle gebaut, da wird ein Schwimmbad gebaut, da wird ein riesen also ein Museum da, eine Bäckerei, Wein wird hier angebaut im großen Stil. Also hier entsteht sehr, sehr viel. Ja? Und die Bitte war von dem Besitzer, nicht genau den Ort mitzuteilen, weil hier Grundstücke erworben werden. Ja? Das geht wieder um Geld. Und wenn ich dann einfach sage, hey, ich bin jetzt hier, und jemand sagt, oh, ich kaufe ein Grundstück für 100.000 Rubel und verkaufe es für 10 Millionen. Ja? Ihr versteht. Ja? Weil einfach hier eine große Area sozusagen erworben wird und ich möchte definitiv nicht in dem Fall meinem Arbeitgeber im Weg stehen. Das versteht ihr auch. Aber er hat gesagt, wenn es abgeschlossen ist, würde er sehr sich freuen, dass wir diese Gegend zeigen. Und sie ist wirklich sehr schön. Sie ist einmalig in Russland. Sie ist interessant. Hier entstehen Möglichkeiten, die wow sind. Ja, also ich habe jetzt einen netten Kollegen aus Deutschland, Martin heißt er, ist mir bestimmt nicht böse, dass ich ihm seinen Namen sage. Da habe ich eingeladen, er ist ein Fachmann in seinem Bereich und wir hoffen, dass wir bald einen leckeren Hartkäse auch hier genießen dürfen. Und bitte, bitte seid geduldig mit uns, ihr werdet uns begleiten, dafür bin ich froh. Jeanette macht die Arbeit sehr viel Spaß,
mit YouTube-Videos zu schneiden. Das ist ihr Hobby, ihre Leidenschaft, diese Bilder zusammenzufügen. Und wir werden euch das gerne zeigen, wo wir sind. Und ja, wir haben eine Situation, wie ihr auch mitbekommen habt, dass wir eigentlich 12 Monate warten müssen, bis wir in unser Haus nach Deutschland können. Und wieder so eine Situation, ja. Ich meine, nach deutscher Gesetzgebung kann ein Widerspruch einlegen. Ja? Ja, wo stehe ich dann? Auf der Straße. Ja? Ich stehe auf der Straße, kann nicht in mein Haus rein, warte 12 Monate und weiß gar nicht, was morgen passiert. Aktuell ist das Leben so schnelllebig. Ja, ihr seht die Inflationsrate, ihr seht die Deindustrialisierung in Europa. Ihr kriegt alles mit, ja, und die Erwartungshaltung an mich oder an uns als Familie ist manchmal vielleicht von eurer Seite auch zu hoch gegriffen. Wir kennen nicht die Zukunft, wir wissen nicht genau, was wir machen. Wir machen alles, wir packen alles an, ja, die Jeanette, die hat, wir machen alles querbeet, ja. Das werden wir auch zeigen, ja, und das ist auch spannend. Aber wir wissen selber nicht, was auf uns zukommt. Wir sind Gott so dankbar, dass wir uns nicht verrückt machen. Und wir empfehlen euch, macht euch auch nicht verrückt. Lernt zu vertrauen, lernt in eurem Leben abzugeben. Und diese Wie-Fragen in eurem Leben, gebt sie ab. Und ich wünsche euch einen schönen Abend. Nicht, weil das Video morgens rauskommt oder abends, sondern weil es jetzt abends ist, ja. Seid uns nicht böse, wir werden euch alles zeigen und ich hoffe, dass das Haus bald verkauft wird, weil ich echt keinen Bock mehr habe, weiter zu warten und irgendwelche Verzögerungen, irgendwelche Probleme und das noch und das Blatt Papier noch einzureichen. Ich bin nicht ein russischer Staatsbürger, ich bin deutscher Staatsbürger, ich liebe Deutschland, ich liebe die Menschen, weltweit. Ich bin immer für den Frieden gewesen, bin es immer noch. Lasst uns miteinander reden, lasst uns verstehen, was auf dieser Welt abgeht. Lassen wir uns nicht spalten, auch nicht bei uns auf unserem Kanal. Und ja, vielen Dank auch die, die uns auch unterstützen, auch die Kritik geäußert haben. Auch ich gehe mit Kritik immer offen um. Ja, ich entschuldige mich. Ich habe was zugesagt, was ich nicht gehalten habe. Das hat einen Hintergrund, weil sie leider noch nicht verkauft haben. Ich wünsche euch Gottes Segen und bis bald. Ciao, ciao.